Ihr Lieben, wir sind weiterhin unterwegs mit Anno 1800, mit der Beta-Version. 2 Tage vorher, bevor man die spielen kann, spielen wir sie bereits bei unserem Livestream. Heute Abend, 10. April, und haben das Vergnügen, hier viele Leute zu haben, die mit dabei sind oder die hier wohnen. Das hier ist die Postkartenperspektive, unfassbar. Das ist unser Städtchen, das wir gebaut haben. Wir haben links oben, seht ihr, es ist mittlerweile 882 Einwohner. Wir haben ein Plus von 175 Gold. Wir haben noch über 50.000 Gold. Wir spielen auf normalem Schwierigkeitsgrad. Wir haben 135 Arbeitskraft plus bei den Bauern. Wir decken da einen Mini-Bug im Spiel. Da fehlt der Buchstabe R oder auf Deutsch auch R bei der Arbeitskraft. Und hier noch die Arbeiter, Arbeitskraft. Also das heißt, wir haben von denen noch genug. Oben sind die elementarsten Baugüter, die man braucht für den Bau. Und wir haben verschiedene Klassen. Wir haben die fröhlichen Bauern hier, deren Bedürfnisse ganz gut gedeckt werden. Und wir haben ein paar Arbeiterhäuser stehen. Hey ho, hey ho. Und wir haben Orun. Wir sind vergnügt und froh. Hallo Alex. Hallo Daniel. Ja. Wir sind auch hier, ich bin auch hier und ich bin einer der ganz fröhlichen Arbeiter, die hier in dieser Siedlung leben und sehr glücklich sind. So sind. Das ist unser Arbeiterhäuschen. Denen fehlt hier um Glück noch einiges. Die brauchen Brot. Wir werden gleich für Brot sorgen. Und wir schauen auch mal gleich, wo es das gibt. Es sollte eigentlich unter dem Reiter für die Arbeiter zu finden sein. Da ist das Brot und, oh, das ist eine lange Produktionskette, bestehend aus 3 Etappen. Getreidefarm. 2. Schritt, Mühlen. 3. Schritt, Bäckerei. Die Mühle hat einen Produktionszyklus von 30 Sekunden. Alle 30 Sekunden entsteht ein Sack Mehl oder eine Einheit. Weil die Bäckerei braucht doppelt so lange. Man braucht also 2 Bäckereien für eine Mühle. Und die Getreidefarmen brauchen auch eine volle Minute lang. Das heißt, man braucht für eine Produktionskette, die in sich arbeiten würde oder autark wäre, 1 Mühle, 2 Farmen und 2 Bäckereien. Jetzt suchen wir uns dafür ein schönes Plätzchen, Alex. Ja, da brauchen wir jetzt eine schöne Ecke auf der Insel für. Oh, ich mach das mal hier links. Da ist noch so viel Platz, da machen wir das hier. Wir wechseln in den Blueprint-Modus und ich beginne mit der zentralen, mit den Bäckereien. Die stelle ich an den Rand unseres Lagerhauses hier hin. Einmal eins hier hin. Eins dorthin. Das sieht doch ganz gut aus. Übrigens an alle, die jetzt anfangen, ihr könnt, warum seid ihr noch nicht weiter? Und ich, wieso? Ja, weil wir uns, wir haben ja noch 4 Abende. Wir wollen uns das ja aufteilen. Dann kommt als nächstes die Mühle. Die stellen wir mal hier in die Mitte hin. Genau. Die drehen wir aber, die soll es ein bisschen hübsch haben. Ach, die kann man nur so und so rumdrehen. Die Windrichtung ist immer dieselbe. Das ist ja witzig. Okay. Ah, das Rad ist immer auf dieselbe Richtung ausgerichtet. Ganz genau. Ja, aber das ist trotzdem nett. Und jetzt bauen wir nur noch die Farmen. Gute Nacht, Sven. Und davon brauchen wir... Da brauchen wir noch 2 Farmen. Genau, 2 Getreidefarmen. Und die brauchen viel Platz. Die haben nämlich riesige Felder. Wobei die auch einen Vorteil haben, nämlich weil man die Felder sehr... Gerade die Felder von der Getreidefarm eignen sich hervorragend, um Lücken zu füllen. Weil die wirklich Kästchen für Kästchen gesetzt werden können. Jetzt gucken wir mal. Ach, ich glaube, ich weiß, wie es... Nee, so machen wir das. So machen wir das. Und jetzt gucken wir uns an, die brauchen Arbeiter. Das heißt, wir hätten ja gar nicht genug Arbeiter. Wir könnten zwar Felder setzen, aber wir brauchen
20. Nee, wir brauchen 20 einfache Bauern gleich. Die haben wir. Wir haben Bauern. Die haben wir. En masse. Die haben wir. Das ist alles gar kein Problem. Ich wechsle mal in den normalen Modus. Und setze jetzt hier die Felder. Weil das jetzt gerade wieder im Chat aufkommt. Also ich würde nicht davon ausgehen, Leute, dass wenn ihr die Beta jetzt spielt, dass der Spielstand dann, dass ihr den Spielstand zum Release einfach weiterspielen könnt. Nee, es ist definitiv nicht möglich. Es ist definitiv nicht möglich. Es geht nicht. Definitiv. Ich habe heute noch mit Ubisoft mich darüber unterhalten. Das ist definitiv nicht möglich. Das hat technische Gründe. Das hat mit der KI zu tun. Mit dem KI-Verhalten, weil die Beta ja abgespeckt ist. Und die KI soll nicht, also man geht ja nicht in die vierte oder fünfte Spielphase rein, und aber die KI soll einerseits andererseits intelligent handeln, also sie soll nicht anfangen, Dinge zu bauen, um eventuell doch in die vierte Phase reinzukommen, aber der Spieler weiß, es geht nicht. Und in der fertigen Version ist ja, darf man ja in die vierte Phase kommen, und da wird die KI entsprechend arbeiten, und das könnte zu komischen Bugs führen. Wenn man also ein Safe Game übernimmt aus einer Version, wo ein anderes KI-Verhalten erwünscht war. Und deshalb kann man Safe Games nicht übernehmen. Genau, das ist richtig. So, aber jetzt gucken wir erstmal weiter. Also ich finde ja, dass das erste Feld hast du schon mal schön gesetzt. Das ist sehr freundlich. Schön. Jetzt bauen wir noch gleich ein zweites daneben. Und da füllen wir ebenfalls Lücken und machen das so. Mal schauen, wie das funktioniert, ob das klappt. Das hat schon mal geklappt. Ja, haben wir alle gebaut? Nein. Noch nicht. Aber das verschmilzt so schön, ne? Das sehr, sehr hübsch, ne? Herrlich. Sieht da echt zauberhaft aus. Herrlich. Oh, schaut mal. Und die stehen sofort da. Die Pflanzen sind wieder. Ich gehe mal kurz in den Postkartenmodus, damit wir uns das dann hier anschauen können. Die Gebäude dreht man, wird im Chat gerade gefragt, mit der Plus-Taste oder mit der Komma-Taste? Mit der Plus-Taste in die eine Richtung, mit der Komma-Taste in die andere. Beziehungsweise Punkt und Komma. Was habe ich gesagt? Was anderes auf Plus, jeden Fall. Plus und Komma. Entschuldigt, Punkt und Komma. Ist das nicht ein hübscher Anblick? Herrlich. Auf dem Feld würde man doch gern arbeiten, oder? Ja, also ich würde zumindest auf dem Feld gerne arbeiten lassen. Ja, oder darüber flanieren, während du die Leute zum Arbeiten anstachelst. Wir gehen wieder raus und bauen als nächstes unsere Mühle. Haben wir genug? Da müssen wahrscheinlich Arbeiter hin, ne? Mm-hmm. Nee, auch Bauern. Auch Bauern. Okay, noch. Da müssen doch Bauern hin, okay. Die haben wir noch. Und hier 50 Arbeiter, die haben wir noch nicht. Da wechseln wir gleich mal rüber. Erklär doch mal den Zuschauern, denen die es vielleicht noch nicht wissen, warum man auch solche Industrie- oder Gewerbegebiete am anderen Ecke der Insel machen kann. Hauptsache, dass die in der Nähe eines Lagerhauses stehen. Warum das so ist? Ja, also warum man sich da keine Sorgen machen muss. Ja, weil die Lagerhäuser und der Kontor, also das ist dieses Hauptgebäude an der Küste, alle miteinander verbunden sind. Die sind quasi, man könnte denken, die haben unterirdische Tunnel, die sie verbinden, quasi. Nee, es ist einfach der Zugang, es gibt pro Insel gibt es ein zentrales Lager und jedes dieser Gebäude hat quasi Zugriff auf dieses Lager. So ist das. Deswegen ist das. Wenn es da oben im Norden eingeliefert wird, ist es trotzdem unten am Hafen stets zur Verfügung. Das ist halt der kleine bisschen weniger Realismus quasi. Was brauchen wir, um Schiffe bauen zu können? Zum Beispiel, um uns zu verteidigen. Können wir die schon bauen? Ich glaube noch nicht, ne? Ich weiß nicht. Guck mal ins Baumenü, ob die Werft schon da ist. Kleiner Hafen. Ja, das ist, glaube ich... Depot, Segelschiffswerft, Keimmauern. Segelschiffswerft, da war's doch. Kanonentürme zur Verteidigung können wir bauen. Genau, Kanonentürme und die Segelschiffswerft, um Schiffe zu bauen. Ja, aber dafür bräuchte man auch Kanonen. Die könnten wir schon fertigen. Da könnten wir uns schon mal so eine Defensive machen. Stahlträger, neue Produktionskette, die brauchen wir ganz dringend. Genau, wir brauchen Metall. Wir brauchen ganz dringend Metall. Dann sollten wir vielleicht sogar anfangen. Das klingt nach einer guten Idee.
So. So, und dafür wiederum brauchen wir Eisen und Vorkommen und Kohle. Mhm. Kohle können wir aber auch gewinnen durch Köhlereien, also durch das Verbrennen von Bäumen. Wir suchen genau. Die Eisenvorkommen. Hier ist eins. Stückchen weg. Das ist das nächste. Das geht vielleicht am ehesten noch. Und das hier? Ganz weit weg. Nehmen wir mal das zweite hier. Ja, aber komm mal dahin. Vielleicht sollte man da noch ein Lagerhaus bauen. Wo waren ja. Die beiden anderen? Die sind nebeneinander. Da machen wir das. Dann ziehen wir hier rüber und stellen zwischen die ein Lagerhaus. Ah, okay. Das ist auch eine Idee. Da können wir auch eine Brücke bauen. Ich muss zugeben, why so serious? Ich bin ein bisschen überfragt bei der Frage. Ich glaube, ein Maximum an Schiffen gibt es nicht. Also man kann, glaube ich, so viele Schiffe bauen, wie man will. Kann sein, dass das halt hinterher im Unterhalt einfach teuer wird, ne? So eine riesige Flotte. Aber und was die Frage angeht, was es am Ende alles für Schiffstypen gibt, da bin ich überfragt. Weil ich kenne auch nur die Segelschiffstypen, also das, was ich in der Beta schon gesehen habe. Und wir brauchen wieder mehr Bauern. Genau. Aber ich meine, das Spiel kommt ja bald raus. Ne? Nächste Woche Dienstag kommt es raus. Da könnt ihr euch das alles... Da ist das komplette Spiel mit allem, was dazu gehört, da. Da könnt ihr das von vorne bis hinten in aller Ruhe erkunden. Ja, Zuckers ist. Es ist eher eine Art Demo, was wir hier spielen. Eine Beta ist das so kurz vor Release wahrscheinlich eher nicht. Nie und immer. Ah, du hast völlig recht, ja. Das ist ein absolut korrekter Einwand, ja. Wir nennen es halt einfach so, weil uns das irgendwie mehr im Blut ist, sozusagen. Weil die Entwickler das so genannt haben. Aber du hast völlig recht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da Fehler gefixt werden, von dieser Version zur nächsten, innerhalb von 2 Tagen. Also. Ja, kleine Fehler vielleicht, aber nichts Größeres mehr und schon gar nicht irgendwelche Balance-Sachen. Noch nicht mal kleine Fehler. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas gefixt wird. Nein, also aber ich sag ja, wenn überhaupt nur kleine Fehler, das wäre das Höchste sozusagen der Gefühle. Ich denke mir, na, dafür ist es halt nochmal ganz nützlich, dass vor Release nochmal diese Demo, nennen wir es jetzt halt mal, kommt, weil wenn jetzt nochmal was auffallen würde, würden die Entwickler halt darüber noch informiert. Aber wie gesagt, ich hätte noch nichts gesehen, gehört. Ja. So. Jetzt bauen wir schön fleißig weitere Gebäude. Ne? Wir brauchen ja mehr Farmer, wir brauchen mehr Arbeiter, wir brauchen eigentlich von allem mehr. Ne? Das ist das Anno-Prinzip. Man ist gerade fertig mit dem Optimieren der letzten Baureihe oder so und schon kommt das nächste Problem. Oder das nächste, worum man sich kümmern kann. Und wenn man zwischendurch das Gefühl hat, man hat so viel Geld, man kann sich machen, was man will, da macht man so kleine kosmetische Geschichten. Entschuldigt bitte. Genau. Genau. Nimm mal einen Bonbon, pflege deine Stimme, Daniel. Und Teufel NGF, die Vollversion wirst du wahrscheinlich erst am Release-Tag runterladen können. Das entspricht, sagen wir mal, der Regel. Hier wollen wir für Eisen sorgen. Also Eisenmine produziert innerhalb von 15 Sekunden, Köhlerei von 30. Das heißt, wir brauchen 2 Köhlereien auf einer Eisenmine. Den Rest kommt uns nachher an. Wir setzen hier eine Eisenmine hin. Genau. Wir verbinden sie mit einer Straße.
Wir brauchen. Oh, schaut euch mal an, die Tiere. Bisons oder Wisente oder was auch immer sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich. Behaupte ich. So wie der Afrikaner sagt, Franzosen und Deutsche sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich. Das stimmt. Da kann man schwer eine Unterscheidung treffen. So, dann bauen wir noch ein Lagerhaus in die Mitte. Setzt hier in die Mitte zwischen die beiden Eisenbienen hin, die wir hier bald haben werden. Mhm. Da wechsle ich doch mal in den Blaupausenmodus rein. Mach das. Genau, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ah, ich höre gerade, Bluebyte hat doch heute bekannt gegeben, dass der Preload für die Vollversion ab dem 12.04. schon möglich ist. Gut, schön. Dann ist das eine Information, die ich noch nicht hatte. Das finde ich aber sehr zuvorkommend von Ihnen, muss man sagen. Ne? Also das macht nicht jeder Entwickler bzw. Publisher so, dass das wirklich schon möglich ist. Ein Lagerhaus in die Mitte. Und weil die Frage gerade gestellt wird, ja, der Multiplayer des Spiels funktioniert ganz schlicht nach demselben Prinzip wie das Endlosspiel, nur dass zusätzlich oder statt der KI-Konkurrenten du halt Freunde von dir mit drin hast. Oder auch Unbekannte, wenn du das denn willst. Müssen ja nicht unbedingt Freunde sein. Ich meine, spätestens, wenn man ein Spiel mal gegeneinander gespielt hat, wird die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Da entsteht die erste Köhlerei, die braucht viel Platz. Genau. Ja, diese, weil die ja im Grunde den Wald drumherum abholzt, um daraus Kohle zu machen. Ne? Das braucht Platz. Und am zentralen Wegkreuz bauen wir dann später die Eisenschmelze und das Stahlwerk. So. Noch eine Straße. Sehr gute Idee. Wenn wir damit fertig sind, sollten wir übrigens ganz zum Schluss noch eine Feuerwehr hinpacken. Nicht, dass unbedingt das irgendwie in Flammen aufgeht oder so. Definitiv. Danke, da also, Chaos Wuschel, für den Hinweis. Zwei Ködereien auf eine Eisenmine, ein Hochofen noch und Stahlwerke. Das ist ein bisschen komplizierter, dann müssen wir gleich rechnen. Jetzt erstmal einen Hochofen. Im Prinzip ist es halt so, bei der Stahlproduktion haben wir jetzt das erste Mal eine Produktionskette, die nicht zu 100%, also die nicht mit relativ einfachen Mitteln zu 100% aufgeht. Da hat man entweder ein Stahlwerk, das ein bisschen zu wenig ausgelastet ist, oder etwas Eisen, das überschüssig zurückbleibt. Das ist aber auch nie falsch. Erstens kann man es verkaufen und zweitens, wer weiß, vielleicht brauchen wir ja für irgendwas später noch unverarbeitetes Eisen, also nur eingeschmolzen, nicht zu Stahl aufgearbeitet. Das weiß man halt noch nicht. Das wird halt auch, glaube ich, der spannende Teil dann noch, wenn man die vierte und die fünfte Stufe noch dazu nimmt und die neue Welt noch hat und dann den Tourismus verwalten soll. Also dann kommen halt sehr viele komplexe Sachen zusammen, die dann ineinander greifen. Und was ja auch bis jetzt noch nicht offiziell richtig gezeigt, oder was noch außer von Ubisoft oder Bluebyte selber noch nicht gezeigt wurde, ist ja auch so Monumentalprojekte, die in Anno ja auch immer, sag ich mal, was Besonderes sind. So, hier brauchen wir aber deutlich mehr Arbeiter. Allein schon hierfür bräuchten wir 100 Arbeiter. Das heißt, da bauen wir erstmal gar nichts. Genau, die müssen wir erstmal ansiedeln. Wie gut, dass wir in weiser Voraussicht jede Menge Bauernhäuser gebaut haben. Die wir jetzt aufsteigen lassen können. So ist es. Dafür gehen wir hier in das Ausbauen rein. Ziehen das so rüber.
Famgalov, was für eine Ketzerei. Der Bullismus ist uralt, der gehört zur Menschheitsgeschichte quasi dazu. Der große heilige Bulle, der war schon immer da und wird immer da sein. Er behauptet, der Bullismus wäre erst 1800 gegründet worden. Wie kommt er auf sowas? Ja, ich weiß auch nicht. Also, das ist wahrhaft blasphemisch, was er hier behauptet. So, alles läuft. Ein guter Augenblick, um mal ein paar Fragen aus dem Chat zu beantworten. Jetzt gucke ich mal mit rein, denn wir haben gerade einige Sachen gebaut und wir warten jetzt mal ab, was so alles passiert. Ihr müsst mich vor allem immer auf die Zeitung aufmerksam machen. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, das geht einem mal schnell durch. So, mal schauen, was im Chat alles kommt. Ich muss wieder die alten Anno spielen, wünscht sich Mario, mach das. Da hast du auf jeden Fall eine ganze Menge Weile mit zu tun, wenn du die alle mal wieder rauskramst. Black Baron will die Bisons töten, solange du den eiligen oder heiligen Bullen nicht töten möchtest. Alles gut? Eben, ich wollte gerade meinen. Ja, das mit dem Koop-Modus, ich glaube, das funktioniert so, dass man... Ach, ich hab's vergessen. Ich wusste es mal, ich hab's wieder vergessen. Entschuldigt bitte. Ist das nicht so, dass man gemeinsam für eine solche Siedlung zuständig ist und einfach gemeinsam steuern kann? Ich glaube, jeder hat seine eigenen Inseln. Aber ich glaube nicht, man ist gemeinsam... Das wäre kein Koop, das wäre nur ein normaler Multiplayer. Ja, ich fürchte, es gibt nur sowas. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es im Moment nicht sagen. Ich wusste es mal. Wir wissen es nicht, ob es nur einen normalen Multiplayer oder auch einen Koop geben wird. Man wird es sehen. Sind alle Leute zufrieden bei uns? Wir? Klicken wir doch mal auf die Häuser, dann werden wir es rausfinden. Da bin ich gerade schon. Es gibt Probleme beim Bier. Nein, wieso beim Bier denn? Bier braucht der Mensch doch. Das ist doch das flüssige Brot des kleinen Mannes. Könnte damit zusammenhängen, dass wir noch keine Bierbrauerei haben und noch keine Hopfenplantage und noch keine Melzerei und noch keine Getreidefarm. Aber damit fangen wir jetzt an. Ist ja nicht wahr. Meinst du, sollen wir jetzt schon mit anfangen, bevor wir überhaupt Stahl haben? Nein. Eben, weil Stahl brauchen wir nämlich zum Bauen der Gebäude. Ja, dann nicht. Also, falls ihr euch beschweren wollt... Ich muss dich leider ausbremsen, Daniel. Falls ihr euch beschweren wollt, dass ihr kein Bier habt, Urun ist die Stimme der Vernunft, hat gesagt, WB, stell deinen Bürgern und dem Chat kein Bier zur Verfügung. Es tut mir herzlich leid. Ich widerspreche, das habe ich so nie gesagt. Es ist die Konsequenz seines Handelns. Niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Komm, steh dazu. Natürlich habe ich gesagt, gibt's kein Bier. Ich bin ein strenger Anti-Alkoholiker. Ich bin auch gegen den Schnaps gewesen, aber Daniel hat mich überstimmt. Was soll ich dazu sagen? Panther, mein Name ist Urun. Der zweite Sprecher hier bei WB, das bin ich, Urun. Community-Moderator in der Community von Writing Bull. So ist es. Ich baue noch ein paar Bauernhäuser und dann können wir neue Arbeiter uns auch holen. Das klingt doch nach einer wunderschönen Idee. Mehr ja. Arbeiter sind eine gute Idee. Aber nicht alle Farmer aufsteigen lassen. Wir brauchen noch ein paar für die Farmen. Genau das habe ich vor. Das ist wundervoll. Nee, Arathon, da muss ich dir widersprechen. Also wenn ein Bier, dann Kölsch. Also das steht außer Frage. Da gibt es keine Alternativen. Und wenn du dich fragst, warum, bei Kölsch ist das einzig wahre Bier. So. Ja. Also jetzt gegen Ende des Streams ist halt immer die beste Zeit, um Fragen zu stellen, Leute. Wenn ihr also noch irgendwas wissen wollt, postet es mal. Und, übrigens, jeder, der jetzt irgendwas zum Thema Kölsch sei kein Bier schreibt, der wird von mir gnadenlos ignoriert. Braucht er gar nicht erst versuchen. Das blocke ich quasi ab. So, jetzt gehen wir mal schauen, ob wir mittlerweile das Stahlwerk bauen können. Also der Hochofen läuft auf Hochtouren. Das Stahlwerk, dafür fehlt uns noch Bretter. Drei Stück. Ja, Arbeiter 200. Aber haben wir nicht auf dem Schiff noch welche? Aber das fährt irgendwo rum, ne? Ja, die Bretter kommen auch gleich. Ja, dann haben wir die.
Da hat es sich jetzt gelohnt, dass du am Anfang zwei Holzfäller und zwei Sägewerke gebaut hast, ne? Ja, da hast du recht. Wir wollen noch ein paar Bauernhäuser zu Arbeiterhäusern aufleveln. Das mache ich hier unten. Ausbauen und... Ja, wird auch schwierig. Es fehlt jetzt an Holz. Es wird sich hier gefragt, ob es inzwischen, hätte wohl früher nicht funktioniert, ob es inzwischen funktioniert, die Brücken durch Steinbrücken zu ersetzen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also was wir machen können, wir haben im Augenblick ja die einfachen Straßen, das sind diese Feldwege. Wir und jetzt haben können wir auch Ziegel. Wir können genau mal ein bisschen Pflastersteine bauen. Die genau haben einen Vorteil, zwei Vorteile. Erstens, die Leute bewegen sich schneller, also die Transporteure vor allem, da kommt es drauf an. Zweiter Vorteil ist, dass die Bedürfnisbefriedigungsgebäude, Feuerwehren und andere, die Straßen grün färben, dass der Radius, den die erreichen können, größer ist, wenn da Straßen sind, die gepflastert sind, weil dann die Arbeiter diesen Gebäuden schneller vorankommen. Dieser Einfluss breitet sich über Steinstraßen quasi weiter aus. Deshalb werden wir jetzt mal im Herzen unserer Stadt einfach ein paar von diesen Straßen ziehen. Genau, und wenn wir das im Herzen der Stadt gemacht haben, dann könnten wir ja mal gucken, ich glaube ein oder zwei Brücken haben wir ja, da könnte man das tatsächlich mal ausprobieren, ob man die in Steinbrücken jetzt sauber umwandeln kann. Ich mache deshalb das Innere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Leute unterwegs sind, genau. Man kann so einfach daran sehen, wo sind viele Leute unterwegs. Ja, oder was sind halt die Hauptverbindungsstraßen? Ne? Also es gibt halt die Seitenstraßen, die nur da sind, um zum Beispiel einzelne Gebäude zu versorgen, einzelne Wohngebäude oder so. Aber hier diese zentralen Wege, die sind halt am wichtigsten, sage ich mal. Ne? Jetzt haben wir noch 35 Ziegelsteine. Sollen wir das mit der Steinbrücke dann bei der einen Brücke, die ja wir, glaube ich, haben, mal probieren? Schauen wir uns mal an. Hier ist sie. Ja, schaut mal. Sollen wir das machen? Sinnlose Verschwendung, aber was macht man nicht alles gerne? Baukosten wären 21. Das mache ich jetzt nicht. Aber ihr seht, es ginge. Genau. Also man kann inzwischen die Brücken auch einfach mit Steinbrücken überbauen. Das geht. Wir haben schon wieder keine Diplomatie betrieben. Stimmt, wir haben schon wieder eine ganze Weile die Diplomatie vernachlässigt. Wir schmeicheln ihr. Die sind aber auch anspruchsvoll, die Leute, ne? Oh, minus 1 sogar. Wir wollen erstmal mit den anderen schmeicheln. Ja, GTI, MJK, da muss ich zugeben, aber warum abbrechen und durch Stein ersetzen? Du hast doch gerade gesehen, es geht einfach so. Also, Entschuldigung, deine Frage wurde beantwortet. In Ordnung. Also bei Beryl O'Mara, ich glaube, da sollten wir mal, wir könnten ihr 4000 schenken. Die Zwillingsschwester deiner Tante, die ist einfach, glaube ich, die ist unzufrieden mit dir. Aber warum, ist die Frage, ne? Ja, sie hat uns jetzt, ich habe ihr 4000 gegeben. Ich versuche mal eine Aufgabe von ihr zu bekommen. Keine. Mit den anderen geht es. 60, 58. Verträge will sie keine. Seht ihr selber. Und hier links seht ihr alle, die im Augenblick drin sind. Hier sind wir im Reiter im Ring Frieden, hier im Ring Krieg. Mit der Piratin hat man immer Krieg. Den sind wir im Augenblick im Frieden. Und das sind die näheren Bündnisringe, Handelsrechte oder gar Allianz. Zockersis fragt, warum alle Anno-Titel die Quersumme 9 haben. Ist so. Das haben die sich irgendwann überlegt, genau, dass sie es gerne haben wollten. Das ist quasi, wenn man so will, ein Insider, der nach dem zweiten Spiel, also quasi beim dritten Spiel entstanden ist. Also nach den ersten beiden, wo man dann halt mehr so aus Jux das gemacht hat, hat man dann beschlossen, man bleibt für die Zukunft dabei und seitdem ist das eingehalten worden. Ich glaube, zwar im Nachhinein sind die dann manchmal nicht ganz glücklich mit, weil sie sich damit natürlich gewisse Grenzen setzen. Aber bisher haben sie es immer irgendwie kreativ gelöst gekriegt, jede Epoche, die sie haben wollen, auch damit unterzukriegen.
Gleich haben wir 200. 200 Arbeiter. Und die geben wir jetzt gleich aus. Gehen hier oben hoch. Und schalten das hier frei. Unser Stahlwerk. Dafür brauchen wir 200 Arbeiter. Da steht's. Genau. Und haben wir hier schon eine Feuerwehr? Nein, haben wir nicht. Dann muss die dahin, ne? Aber ganz schnell. Ich meine, wir hantieren hier schließlich mit flüssigem Metall. Ich meine, wie schnell da was in die Luft fliegen oder. Das geht rapzap. Ja. Da brauchen wir ganz dringend eine Feuerwache, das steht fest. Damit hier alles auch schön schnell unterwegs sind, bin ich gerne bereit, hier auch ganz edle Straßen zu verlegen. Warte, wie das hier? Ich mache uns gleich mal den Postkartenmodus an. Das stinkt ja zum Götterbarmen hier. Ja, das ist, glaube ich, keine angenehme Gegend. Deswegen haben wir das ja auch schön ausgelagert. Ne? Die Wohnhäuser sind woanders. Ich glaube, hier wäre es ein bisschen... Also da zitiere ich gerne mal meine Großmutter. Ja, weißt du, Junge, früher in den 60ern, da konntest du weiße Wäsche raushängen und wenn du die wieder reingeholt hast, war die grau oder schwarz. Das ist in der Nähe dieser Fabriken definitiv der Fall. Jetzt checken wir die Zeitung, da geht doch was. Steigert die Einnahmen, die ihre Bevölkerung erwirtschaftet, um 5%. Das wäre Konsumverhaltenkarte, steigert die Zufriedenheit um 5%. Mhm. Wir steigern mal die Einnahmen. Ja, wir lekturieren hier mal ein bisschen. Ich meine, das ist ja keine Zensur. Wir legen nur Wert darauf, dass positive Nachrichten vor negativen Nachrichten Priorität haben. Ja. Gehen raus, das nehme ich hier in Kauf. Und haben 105 Einfluss. Wir haben die ganze Zeit irgendwo noch ein Gebäude. Das lassen wir unter Hochdruck laufen. Das war, glaube ich, war das die Ziegel? Da war doch irgendwas. Ja, du hast, glaube ich, die Ziegelproduktion. Die hast du, glaube ich, hochgekurbelt. Genau. Das machen wir wieder auf normal. Ja, weil inzwischen müsste der Überschuss abgearbeitet sein. Dann sind wir hier wieder bei plus minus null. Stattdessen gehen wir mal rauf. Zur Stahlträgerproduktion und heizen denen mal ein. Genau, die Stahlträgerproduktion, die muss angekurbelt werden. Und es ist konkreter Stahlwerk, weil das hat einen Zyklus von 45 Sekunden und der Hochofen von 30 Sekunden, sodass wir hier mal die Produktivität erhöhen. Damit die hier mithalten können. Und die erhöhen wir mal um 5. Wir müssen um 30% erhöhen, ne? Ja, 33%. Sogar ganz genau. 32% erhöhen wir die. Dann müssten die besser mithalten können. Und jetzt ist die Zufriedenheit insgesamt? Natürlich niedrig. Und wir schauen uns jetzt mal. Jetzt, hier fehlen uns 100 ja. Arbeiter. Die wollen es noch besorgen. Ich zeige euch aber vorher schon mal, wie es hier aussieht. Schaut mal. Im Postkartenmodus gehen wir hier uns mal alles angucken. Sind die Ressourcen endlos im Spiel, werden wir gefragt, Orun. Die Ressourcen, ob die endlos sind? Ja, soweit wir bis jetzt wissen, schon. Also bis jetzt haben wir keine Begrenzungen gesehen bei den Ressourcen. Weder bei sowas wie Lehm, noch bei sowas wie Eisen. Was für ein Gestank hier. Ekelhaft. Ja, es ist grausig, ne? Also, kann man kaum atmen, ne? Das sind die Schattenseiten der Industrialisierung, dass es Menschen gibt, die sich für einen quälen und da kann man einfach nicht weggucken. Man hat immer diesen unästhetischen Anblick von leidenden Menschen vor der Nase. Unfassbar. Das stört mich sehr als Fabrikeigner. Das sind so Sachen, die... Ich bin ja sonst zufrieden mit meinem Geschäft. Aber das sind so Sachen, die mich als Fabrikeigner echt stören, dass meine Untertanen, die... Untertanen sage ich schon. Die Arbeiter, die für mich schuften und für meinen Profit rackern, dass man dann bisweilen vor Ort nachgucken gehen muss, ob da auch wirklich alles läuft, ob da Zucht und Ordnung herrscht und dann sieht man, dass es denen nicht gut geht. Und das ist irgendwie, also wenn ich meinem ästhetischen Empfinden verletzt, das finde ich ja nicht gut. Das kann ich aber komplett verstehen, verstehe ich vollkommen. Ja.
Übrigens eine schöne Frage, die hier aufgeworfen wurde. Wir haben einen englischen Zuschauer, der sich gefragt hat, why only Germans stream Anno? Warum streamen nur Deutsche Anno? Eine gute Frage. Die Antwort aus unserer Community vom Arathon W war, because Germans like to build, weil Deutsche es mögen zu bauen. Das stimmt. Ich finde das eine schöne Antwort, ja. Ja, es ist halt, also gerade Anno, das ist, glaube ich, nicht unbedingt jedem bekannt, aber Anno ist tatsächlich ein Titel, der stark in der der im europäischen Raum sehr stark ist. Jetzt nicht nur bei uns Deutschen, aber vor allem im europäischen Raum sehr stark ist. Und in Amerika durchaus auch, aber bei weitem nicht so, wie es bei manch anderen Genres der Fall wäre. Das Gebäude habe ich gerade auch verbessert. Jetzt läuft unsere Hochofenproduktion und alle Ketten sind aufeinander abgestimmt. Läuft gut. 20:11, ein bisschen wollen wir noch spielen, so eine Viertelstunde. Dann kommen wir langsam zum Ende, dann gibt es noch was zu verlosen und dann sehen wir uns morgen wieder. Willst du das Stahlwerk nicht jetzt wieder runterdrehen? Jetzt hast du ja noch eine zweite... Nicht? Aber dann bearbeiten sich die Leute doch. Die beiden Hochöfen brauchen 30 Sekunden. Jeweils 30. Und der Stahlwerk braucht 45 Minuten. Ja. Also ach, muss... Moment. Ach nee, es muss ja eigentlich Sekunden. Jetzt sogar noch... Es muss ja jetzt eigentlich sogar noch höher gedreht werden, ne? Also entweder bräuchten wir zwei Stahlwerke, die langsamer arbeiten. Oder... Ah, wir haben das von vornherein falsch angegangen, Daniel. Wieso? Als es noch ein Hochofen und ein Stahlwerk war, ne, 30:45, hätte das... hat der Hochofen quasi schneller produziert, als das Stahlwerk abnehmen konnte. Das heißt, da mussten wir hochdrehen. So, und jetzt haben wir ja noch mehr Eisen. Das heißt, jetzt müssen wir das Stahlwerk noch höher drehen. Ist schon richtig. Also runterdrehen würde nichts bringen. Also für eine Eisenmine, zwei Köhlereien, das haben wir richtig gemacht. Ja, das ist richtig. Und dass wir darauf einen Hochofen machen... Ist auch richtig. Wir haben zwei Hochöfen gebaut. Eben. Also wir haben das, glaube ich, komplett versägt gerade. Ja, was zu sehen, pro zwei Hochöfen. Pro Eisenmine. Der zweite Hochofen ist Quatsch. Jetzt überlege ich gerade. Nee, doch, er ist richtig. Ein Hochofen und ein Stahlwerken, das 50, das um 33%. Bis zum zweiten Hochofen war alles okay. Der Fehler war der zweite Hochofen, den hätten wir nicht mehr gebraucht. Nee, doch, eigentlich schon. Wenn das Eisen, also die Eisenmine produziert ja alle 15 Sekunden. Deswegen braucht es zwei Hochöfen, um das gesamte Eisen zu verarbeiten. Genau. Das ist soweit richtig. Und zwei Köhlereien, um genug Kohle dafür zu liefern. So, und Stahlwerke sind halt ungerade. Da braucht es entweder zwei Stück, die dann nicht voll ausgelastet sind, die man runterdrehen kann, oder eins, das man hochdrehen muss. Wir brauchen, ja, stimmt, der Fehler, genau. Also wir haben im Grunde schon von der wir brauchen mehr Menge Stahlwerke. Alles richtig gemacht. Aber wir haben, glaube ich, haben wir nicht zwei Eisenminen gebaut? Tatsächlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir zwei oder nur eine Eisenmine gebaut? Wir haben eine gebaut bislang. Wir brauchen weitere Stahlwerke. Das ist der Gedankenfehler. Ne, wieso? Jetzt passt's ja. Eine Eisenmine, zwei Köhlereien, zwei Stahlwerke und jetzt braucht zwei. Ah, ich komme mit den Hochöfen und den Stahlwerken immer durcheinander. Du hast recht, Daniel. Wir brauchen noch ein Stahlwerk. Entschuldigung. Oh. Kompliziert. Aber ich bin also, auch ehrlich, bei der Metallproduktion haben sie es mit dem Hochofen und dem Stahlwerk halt auch ein bisschen. Das kann man leicht durcheinander bringen. Also. Limitiert wird das Ganze durch die Anzahl der baubaren Eisenminen. Wir haben ja eine Eisenmine. Genau. Für die Eisenmine brauchten wir zwei Köhlereien, die haben wir gebaut. Wir brauchen zwei Hochöfen. Für die Eisenmine haben wir auch gebaut. Und jetzt brauchen wir halt für die Eisenmine, die 15 baut, alle 15 Sekunden ihren Ausstoß hat, genau drei Stahlwerke. Und stattdessen haben wir ein Stahlwerk, das viel zu schnell arbeitet. Das ist immer folgendes. Wir gehen hier wieder runter bei der Produktivität auf normal. Und waren zwei weitere von diesen Stahlwerken. Und dann sind wir, ohne dass wir irgendwelche Leute zu lange arbeiten müssen, sind wir alle wieder im Lot. Wir brauchen allerdings dafür sehr viele Arbeiter. Das ist das Problem. Ich gehe mal gucken, dass wir mehr Arbeiter bekommen. Also wir brauchen noch
350 weitere Arbeiter. Das ist schon sehr heftig, damit das alles läuft. Ah, ist das alles. Aber da wiederum merkt man, warum es diesen Regler für die Produktivität, warum der durchaus Sinn macht. Weil man damit so ein bisschen das auf die eigenen Bedürfnisse einstellen kann. Ein bisschen anpassen kann, wenn man sagt, man möchte halt keine vollständig exakt Was ich mich frage, ist, ob die Häuser, die ich gerade hinstelle, ob die überhaupt erreicht werden von den Gebäuden in der Mitte. Das können wir ja nachprüfen. Knapp. Noch knapp. Wir müssen. Feuerwache klappt auch. Feuerwache hier links. Klappt alles. Noch klappt's. Noch haut's hin. Wenn du noch eine Straße zu den Gebäuden hinziehst, dann können wir das auch nachprüfen. Das mache ich. Das ist wieder der Sekundenunterschied zwischen uns. Ja, ich vertue mich da immer wieder. Entschuldige. So, jetzt schauen wir uns die noch an. Ja, hier werden die Gebäude markiert, die erreicht werden können. Das hier. Ja. Die werden knapp erreicht. Jetzt hat es alle erreicht. Jetzt hat es alle erreicht. Knapp. Hier wird es schon langsam hellgrün. Ab hier wird es schon ein Problem. Ach, so viel zu bedenken, so viel zu beachten. Hinweis an den Chat, wenn ihr was komplett in Großbuchstaben schreibt, beachten das nicht wirklich mehr. wir wissen nicht, ob es ein Budgetlimit gibt. So einfach ist die Antwort. Bis jetzt haben wir aber keinen Hinweis für ein echtes Budgetlimit gefunden. Ich gehe mit euch zusammen nochmal durch die Siedlung. Postkartenmodus durch die Siedlung gelaufen. Macht das mal. Wir schauen uns unsere Kirche an. Die Leute tanzen auf den Straßen. Ein Künstler steht vor der Kirche und malt. Und ein feister, dicker Pfaffe verschwindet drinnen. Das ist unser zentraler Marktplatz. Links das Wirtshaus. Die Leute sind bester Laune. Hier werden interessante Theorien aufgestellt, dass man das Wirtshaus oder die Fischproduktion später für die Eisenbahn opfern müsste. Verstehe ich gar nicht den Zusammenhang. Da geht es wahrscheinlich um den Bau von Eisenbahnlinien, die wir gerade nicht einkalkuliert haben. Da hätten wir dran denken sollen. Die ja hier auch nicht gibt, ne? Später ja schon. Ja, aber wir werden so weit nicht kommen können, dass es die gibt. Das stimmt, ja. Deswegen müssen wir die auch nicht mit einkalkulieren. Wahre Worte. Die gibt es nämlich erst ab der Epoche 4 und mit dem Safe Camp kommen wir da nicht rein. Oh Gott, Arbeitsarbeiterkraft in den Keller abgesackt, was ist passiert? Gute Frage, wo ist die geblieben? Ist irgendwas abgebrannt? Hast du was gebaut? Nö. Es müssten ja entweder Wohnhäuser abgebrannt sein. Ja, das verstehe ich gerade nicht. Sind die Leute vielleicht unzufrieden? Guck mal, ob die Arbeiter unzufrieden sind. Das ist eine gute Erklärung. Dann ziehen sie nämlich aus den. Dann bleiben die Häuser zwar stehen, aber dann wohnt in jedem Haus nur noch weniger. Ja, das Bier fehlt halt, aber insgesamt. Ja, aber sonst sind sie doch zufrieden, oder? Da steht, die seien zufrieden. Seife fehlt. Guck mal bei den Bedürfnissen. Ja, Seife fehlt als nächstes. Ja, gut, aber ich würde gerne erste Sachen mit den Stahlträgern, weil die, wenn wir laufend brauchen, wir haben auch nur 19. Fisch, ich sehe es doch. Oh, Fisch. Tatsächlich. Ganz ruhig. Reg dich nicht auf. Ganz ruhig bleiben. Entschuldigung, das ist diese Fischmanie. Entschuldigung. Bauen wir hier hin. Du hast völlig recht. Arathorn hat es auch geschrieben. Teufel ebenfalls. Ja. Matthias wollte halt alles abfahren, abschieben aufs Bier. Aber die haben erkannt, dass man Fisch braucht.
Denn ohne Fisch hat man nichts, was im Bier schwimmen könnte. Genau, man muss ja Fisch, also jeder weiß ja, Bier trinkt man nur mit einem Fisch drin. Aber erstaunlich, wie lange das gedauert hat. Also wie lange der eine Fischfänger noch gereicht hat, ne? Ja. Fischproduktion läuft. Jo. Das heißt, das Problem haben wir jetzt hoffentlich auch im Griff. Ich werde gleich mal hier bessere Straßen noch bauen. Wir gehen mal alles durch und da, wo der Verkehr am stärksten ist. Da bauen wir Steinstraßen. Weil da wissen wir, da sind die meisten Leute unterwegs. Jetzt wird hier über die Vorzüge von Fisch und Bier diskutiert. Sehr schön, sehr schön. Wir können auch gleich mal. Das gönne ich mir. Wir können auch gleich mal schauen, ob wir Produkte haben, die im Überfluss da sind. Da könnten wir entweder für mehr Arbeitskraft sorgen. Oder wir könnten die verticken. Ja, das ist eine gute Idee. Genau, einmal uns. Ja, ich glaube, das nach da oben wäre sogar noch nicht mal nötig gewesen. Aber ist natürlich, ne, wenn man es kann, kann man es halt. Ne? Irgendwann haben wir sowieso so viele Ziegel, dass alle Straßen aus Stein sind, ne, Daniel? Ja, so ist es. Und so muss das auch sein. Jetzt gehen wir mal im Kontor nachschauen. Was wir verhökern können. Oh, rot heißt, Schnaps nimmt ab. Das ist nicht gut. Oh. Ja, aber das geht noch. Das ist ein roter und das ist ein Luxusgut. Da können wir noch absolut entgegensteuern. Rot ist schlecht bei Bedürfnissen und mehrere rote bei Luxusgütern auch noch. Fisch ist ein Riesenproblem. Ja, vielleicht sollten wir sogar noch eine Fischerei bauen. Bei den Würsten können wir was verkaufen. Alles, was bis 50 ist, verkaufen wir. Bei den Schweinen ebenfalls. Aber es ist wieder ein Aspekt in Anno, den man ewig im Prinzip optimieren kann. Ne? An- und Verkäufe. Zumindest wenn man so die zweite oder dritte Stufe erreicht, also der ersten noch nicht. Was ich ja besonders spannend finde, ist, dass diese ganze Sache mit der Arbeitskraft ja pro Insel gerechnet wird. Das heißt, wenn man bestimmte Industriezweige auf eine andere Insel auslagert, muss man da erstmal die Bevölkerungsstufen erreichen, die es für diese Produktionslinie braucht. Macht die Sache wesentlich komplizierter und macht das Auslagern auch wesentlich schwieriger. Habt ihr gesehen, da links oben? Sie haben 4 Stunden gespielt. Legen Sie eine Pause ein, hat uns das Programm aufgefordert. Das Programm fordert uns auf, den Livestream zu beenden. Was haltet... Ich will euch nicht aufwiegeln. Was ist eure Meinung von den Entwicklern von Ubisoft und von Blue Byte? Was haltet ihr von sowas? Post mal im Chat offen eure Meinung. Findet ihr das empörend? Findet ihr das berechtigt? Was haltet ihr denn von Entwicklern? Schreibt's mal rein. Schreibt's in die Kommentare. Ich lese es auch laut vor. Ehrlich und ungeschminkt. Ich will niemanden aufhetzen. Skandal! Randale, schreibt Heddy. Im Sperrbezirk Skandal. In der Tat. Finde ich, ja, Big Ben findet es auch nicht gut. Ich finde das auch nicht gut. Genau. Wir bauen noch einen Fischer-Dingsbums, weil Uhun uns das gesagt hat. Genau, das war eine Idee von mir. Ein Fischer-Dingsbums wird hier von mir gebaut. Ein Fischer-Dingsbums, genau. Wir brauchen dringend ein Fischer-Dingsbums. Ohne Fischer-Dingsbums geht gar nichts. Nein. Sieht das nicht so aus? Ja, das hat, okay, das sah so aus, als wäre da ein, das war Kies, okay. Deine Mutti sagt, du sollst eine Pause einlegen, schreibt Sims Atelier, so ist das. Und WW2-Zocker kommt mit der Frage, warum könnt ihr schon spielen? Eine Frage, die wir heute noch nie gehört haben. Ja, überraschend. Auch mir ganz neu. Also wir können heute, also Daniel kann heute schon spielen, weil die Entwickler ihm vorab Zugang
zur Beta genehmigt haben. Alle anderen können halt am Freitag. Aber ja, da gibt's ja jetzt gleich noch was Besonderes. Ne? Hat mich 80.000 Euro gekostet. Muss ich von meinen Patreon-Einnahmen zahlen. 80.000 Euro. Das war schon heftig, ja. Seht ihr mal, was Daniel alles für euch tut. So ist es. Ihr Lieben, so langsam kommen wir für heute Abend zum Ende, oder? Wir haben halb zwölf, ihr müsst durchhalten. Eine Sache würde ich noch machen, bevor wir heute zum Ende kommen. Den Kontor ausbauen und dann abspeichern. Ich speichere unter Talking Tante ab. Hast du dir diesen verrückten Namen ausgedacht? Was Talking ist denn dabei Tante gedacht? Ja, Talking, wer kommt denn auf sowas? Ich habe keine Ahnung, wer auf sowas kommt. Das muss ein wirklich verwirrter Geist gewesen sein. Also ich baue den Hafen gerne aus, indem er plus 1 an Laderampen bekommt, aber du erklärst kurz warum. Du hast ja jetzt doch einige Sachen, die du also verkaufst und einkaufst, und je weiter der Konto ausgebaut ist, desto mehr Laderampen hast du und desto mehr kannst du gleichzeitig kaufen oder verkaufen. So, wir haben jetzt also 3 statt 2 Landesrampen, genau. Und ich speichere ein zweites Mal ab. Genau, speichere nochmal ab und dann machen wir für heute Schluss. Bis auf die Verlosung. Bis auf die Verlosung, aber es ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Ich meine, wir haben ja jetzt noch morgen und übermorgen und überübermorgen und den Sonntag. Und an jedem dieser Tage spielen wir noch weiter. Falls ihr irgendwas von dem Stream verpasst habt und sagt, ei, das ist mal bitterschade, ich bin morgen gerne beim Livestream wieder dabei, am 11. April geht es ja weiter um 20 Uhr, aber ich habe Teile verpasst, kein Problem, morgen kommt der gesamte Livestream in Aufzeichnung, in, ich glaube, 3 Videos, morgens geht es los, um 7 Uhr morgens startet das schon und dann der ganze Rest, die Aufzeichnung, die Verlosung, die nehme ich wahrscheinlich raus, interessiert ja nicht alle, dann leiden die Leute nur, wenn sie sehen, was sie verpasst haben, aber das Spielen selber, das ist komplett drin. 3 Aufzeichnungsvideos, morgen auf YouTube. Jeden Tag geht es dann weiter mit den weiteren Livestreams. Und ich nenne euch auch gerne nochmal die Termine, wann die Livestreams sind, damit ihr wisst, dass ihr dann, falls ihr etwas verpasst, das auch selber schuld seid. Und nicht etwa ich. Das wäre nämlich ganz, ganz bitter. Und die Termine sind die folgenden. Oh Gott, wo sind sie denn? Eigentlich sind doch die Termine ziemlich einfach. Also morgen, Donnerstag, der 11. April 20 bis 23 Uhr. Freitag, der 12. April 20 bis 24 Uhr in der Nacht, weil ja einige von euch samstags nicht arbeiten. Samstag, der 13. April 20 bis 24 Uhr, dito. Sonntag, der 14. April 19 bis 23 Uhr. Wir spielen dieses Safe Game weiter und weiter und weiter. Falls einige... Ich spoilere mal etwas. Rechnet, falls ihr euch denkt, das ist ja schade, jetzt zeigt uns WB leider vor Release, also WB bin ich, Writing Bull, lediglich die 3 ersten Phasen von Anno 1800. Mehr kann er uns mit der Beta nicht zeigen. Ich hätte ja gerne vor Release nochmal einen Blick geworfen in Phase 4 oder gar 5. Montag, der 15. April, könnte es durchaus sein, dass euch noch was erwartet. Im Ernst, da wird euch was erwarten auf YouTube oder auf Twitch, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also ich habe mittlerweile noch eine andere Version. Steinigt mich nicht. Okay, das ist nicht die, die ich gezeigt habe. Es ist noch eine andere Version. Ich habe noch eine andere Version, da kann ich noch weiterspielen. Da kann ich die vierte und fünfte, aber ich darf sie euch noch nicht zeigen. Du darfst sie nicht zeigen. Okay, ich darf sie nicht zeigen. Verzeiht ihm, er steht unter Druck, er darf das nicht zeigen. Das ist aber, das ist die offizielle Review-Version und alle Spiele, Presse, Journalisten, YouTuber und so weiter, die habe ich ja noch nicht lange, die habe ich erst ein paar Stunden, dürfen die halt erst zeigen ab dem 15. Das ist auch Usus oder normal bei den Entwicklern oder bei den Publishern, die setzen halt eine Frist und ab dann können alle auf einmal die zeigen. Und der Sinn dahinter ist auch, dass man sich schon ein bisschen besser vorbereiten kann. Und diese Version wird dann auch identisch sein mit der Version, die man zum Release haben wird. Und die werde ich euch ab dem Montag zeigen, ab Montag, den 15. April. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die in Videoform euch zeige oder als Livestream am Montagabend. Das muss ich mir noch in Ruhe überlegen. Aber ihr werdet Full Release auch nochmal zumindest die vierte Ära, vielleicht auch die fünfte sehen. Wie gesagt, ab dem Montag, den 15. April. Morgen geht es weiter mit Livestreams am 11. ab 20 Uhr. Wir machen jetzt noch eine Verlosung. Den Zuschauern auf YouTube, die sich nur die Aufzeichnung reingepfiffen haben, sage ich danke, dass ihr dabei wart und vielleicht seid ihr auch live mal dabei. Macht viel Spaß, man kann schöne Dinger gewinnen. Bis dann. Tschüss.